Peter, schön, hallo. Hallo. ich wundere mich erstmal, warum, also hast du dir den Ort hier ausgesucht? Warum sind wir am Burgteich? Ja, das hat zwei Gründe. Einmal bin ich hier in der Ecke fast groß geworden, gar nicht weit von hier. Und zum Zweiten, durch meine Angelei bin ich sehr oft und sehr gern hier. Aha, leidenschaftlicher Angler. Ja. Ich wollte immer mal einen handfesten Angler kennenlernen, weil man sieht euch immer, aber ich habe tatsächlich noch nie mich darüber unterhalten. Vielleicht können wir das heute auch so ein bisschen zum Thema machen. Angelst du nur hier an dem? Nein, Teich? Ich angle eigentlich Nein. überall hier in der ganzen Gegend. Wir haben ja ganz viele Gewässer und das ist ein spezielles Gewässer, weil ich hier mit dem persönlich behafteten Fisch unterwegs bin, den ich versuche seit 3 Jahren zu fangen. Quatsch. Nee, kein Quatsch. Das meinst du ernst. Cool, okay. Und was hat es mit dem Fisch auf sich? Der ist einfach viel zu groß und gehört in das Gewässer hier nicht rein. Das ist ein Wels, der seit mittlerweile fast 4 Jahren ausgewachsene Stockenten von der Oberfläche wegfrisst. Ohne Witz? Kein Mist. Wie kommt der Wels da rein? Einfach mit schlecht sortiertem Fischbesatz. Okay. Sind kleine Wälse scheinbar mit reingerutscht wieder mal. Und ja, irgendwann wachsen die gewaltig. Wir schätzen das liebe Tier jetzt so auf 1,70 Meter. Irgendwas zwischen 50 und 70 Kilo. Und der das ist zieht. Ja wie so ein ich hab's voriges Jahr, im Teich. Ich habe es voriges Jahr zum ersten Mal selber gesehen. Der zieht wirklich mit einem eine komplette Stockente von der Oberfläche rein. Die ist weg. Wahnsinn. Ich habe das hinten in der Ecke gesehen. Die anderen Enten, die drumherum geschwommen sind, haben überhaupt nicht kapiert, was passiert ist. Die hat das gar nicht irgendwie groß beirrt. Das ist ja echt. Der Witz war, ich habe gerade auf ihn geangelt. Und was? Und dann braucht quasi so ein Wels, braucht so bestimmte Köder oder wie läuft das? Das ist das Schwierige jetzt bei ihm. Ein normaler Wels frisst vorwiegend Fische. Und da gibt es jede Menge Raubfischköder, die Fische imitieren, mit denen man drauf angeln kann. Aber das ist leider eine Sache, die hier jetzt nicht mehr funktioniert. Dieses Viech hat sich derartig auf Enten spezialisiert, der nimmt nichts anderes mehr. Ich habe sogar eine kleine Plasteente, die ein Hechtköder ist. Ja. Und die nimmt er nicht, die ist ihm zu klein, das interessiert ihn nicht. Aha. Der will große Brocken. Okay, und ist das dann wie so eine Art Wettkampf, wer fängt endlich den Wels? Ja, so einen Wettkampf gibt es auch. Ich bin nicht der Einzige, der auf den Wels angelt. Die ihn bisher an der Angel gehabt haben, hatten nicht mit ihm gerechnet. Die hatten leider dann zu leichtes Angelzeug und das macht er einfach kaputt. Okay. Das reißt er einfach weg. Ja. Aber ich habe noch mindestens 2 Angelkollegen, die auch auf den Wels ansitzen. Mal sehen. Peter, wie läuft das? Also bist du, wir können ja vielleicht noch ein bisschen weiter spazieren. Ja. Bist du aktiv mit in einem Verein oder kannst du das ja, so ein bisschen ich bin der erklären? Vorsitzende. Achso, okay. Ich bin der Vorsitzende vom Zitterauer Sportfischerverein. Ich habe auch mal ein paar Jahre im Präsidium vom Regionalverband Elbflorenz mitgemacht, aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Das hatte nichts mehr so sehr mit Vereinsarbeit zu tun. Das ging dann schon in politische Dimensionen und da habe ich festgestellt, ich glaube, das ist nichts für mich. Okay. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, also wie groß ist hier so ein Angelverein? Also gibt es mehrere? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Vereinen. Alleine in Zittau haben wir 2. Da gibt es noch die Fliegenfischer, die sind so um die 30 Mitglieder. In meinem Verein, Zittauer Sportfischerverein, sind wir jetzt so knapp 80. Ich denke, das wird sich in nächster Zeit wieder auf über 80 erhöhen. Ich habe schon die ersten Anträge auf Aufnahme. Es ist eben jetzt in der Corona-Zeit sehr schwierig, das irgendwie hinzubügeln unter den Quarantänebedingungen, die wir haben. Aber ja, das wird wieder. Okay, und um was kümmert ihr euch dann in diesem Verein oder du als Vorsitzender? Was sind denn da so deine Aufgaben? Ja, neben den Informationen für die Vereinsmitglieder, die Mitgliederversammlung durchzuführen, die Vorstandssitzung durchzuführen, müssen wir auch eine ganze Reihe von Gewässern direkt pflegen. Mhm. Wir kümmern uns also um die Sauberhaltung der Gewässer, der Uferbereiche. Wir kümmern uns um den Fischbesatz. Wir müssen regelmäßig die Gewässer kontrollieren, wenn irgendwie Probleme mit der Wasserhaltung sind. Das sind ja fast alles Teiche, die also einen Zufluss und einen gestauten Abfluss haben. Das muss regelmäßig sauber gemacht werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass Wasser reinkommt. Und da haben wir eigentlich gut zu tun. Ich bin froh, dass ich einen sehr starken Vorstand habe, der mich da sehr gut unterstützt. Mhm. Ich habe da also Leute, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Das ist schon ein schönes Arbeiten. Ich habe noch von dir gehört, dass du also neben dem Angeln
Bist du auch auf jeden Fall irgendwie ein Pädagoge oder warst es? Nee, ich habe 15 Jahre lang in Zittau die Jugendwerkstatt betrieben, wo wir Jugendliche, die irgendwelche Probleme hatten, die irgendwo zwischen Schule und Ausbildung auf der Strecke geblieben sind, wieder ausbildungsfähig gemacht haben. Mhm. Das Projekt wurde aber vor 3,5 Jahren beendet. Man hatte wohl irgendwie kein Geld mehr oder was auch immer. Eine wirkliche Begründung kriegt man da nicht. Wie seid ihr an die Jugendlichen gekommen? Also gab es da einfach dann so eine Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und Lehrern? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, auch. Wo wir angefangen haben, war das ein offenes Jugendprojekt. Da kamen die Jugendlichen im Prinzip von alleine oder haben Tipps gekriegt, bei uns können sie kommen. Da war das noch auf der äußeren Weberstraße, hat das noch eine relativ kleine Dimension gehabt. Gab es auch noch kein Schulverweigererprojekt. Später ist das dann vom Arbeitsamt eine Maßnahme geworden, wo sie uns die Teilnehmer direkt zugewiesen haben, die also vom Arbeitsamt dann aufgefordert worden sind, geht ihr mal dorthin, zeigt ihr mal, dass ihr arbeiten könnt, wenn ihr eine Ausbildungsstelle haben wollt. Dasselbe lief dann im Prinzip auf einer analogen Basis über das Sozialamt, wo wir Jugendliche dann vom Sozialamt direkt in Form einer MAE-Maßnahme zugewiesen gekriegt haben, die also auch kommen mussten, weil wenn sie nicht gekommen sind, wurden sie sanktioniert vom Sozialamt, kriegten sie also Abzüge. Und das Schulverweigererprojekt, das war eine direkte Zusammenarbeit auch mit den Schulen, wo wir direkt von den Schulen die Anfragen gekriegt haben und über das Schulamt dann bestätigt wurde, dass der Teilnehmer nicht mehr unmittelbar am Schulunterricht teilnehmen muss, sondern dann mal für eine Zeit bei uns ist. Wobei der Begriff Schulverweigererprojekt ein kleines bisschen irreführend ist, weil das klingt so, als wenn sich die Schüler weigern, in die Schule zu gehen. Für einen kleinen Teil mag das stimmen, aber in dem größeren Teil der Fälle war es denn wohl eher so, dass sich die Schule geweigert hat, den Schüler wieder reinzulassen, bis er sich einigermaßen benimmt. Ja. Wir haben richtig tolle Sachen gemacht. Teilweise verrückte Sachen, beispielsweise dieser gemeinsame Schul- und Freizeithof vom Pfarramt und vom Christian-Weise-Gymnasium, was hinterm Haus 2 ist. Da haben wir 1,5 Jahre dran gearbeitet, dort haben wir 24.000 Euro umgesetzt. Das war ein kleines bisschen zu groß. Das ist ja ein richtiges, so ein reales Experiment, finde ich irgendwie. Weil wenn man sich auf sowas einlässt und auch mit solchen Geldern hantiert und mit Jugendlichen da auch Vertrauen findet sozusagen, dass die dann auch damit sich beteiligen, ist ja eigentlich das, was Zittau jetzt auch immer möchte, wenn es um Jugendbeteiligung geht. So, ne? Dort sind ganz interessante Sachen passiert, die ich dort beobachten konnte. Beispielsweise hatten wir auch ein Nistkastenprojekt hier auf der Olbersdorfer Halde. Mhm. Wir hatten zum Schluss über 300 Nistkästen hängen, die wir regelmäßig betreut haben, die wir ausgewechselt haben, wenn sie kaputt gewesen sind, die wir im Frühjahr mal leer gemacht haben, weil wir zum Schluss gar nicht mehr mit allen rumgekommen sind. Dort ist es passiert, dass wir bei einer Nistkastenkontrolle festgestellt haben, dass Nistkästen, die wir 6 Wochen vorher aufgehangen haben, unten abgerissen vom Baum, unten im Dreck lagen. Und dann sind meine Jugendlichen in ihrer Freizeit mit einem Mountainbike auf der Olbersdorfer Halde Patrouille gefahren, um die Leute zu erwischen, die sowas machen. Ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass die niemanden erwischt haben. Solche Effekte hatten wir beispielsweise auch in der Zusammenarbeit mit der Stadt. Wir haben mal für die Skaterbahn in Zittau Ost haben wir neue Sitzbankgarnituren gebaut in der Jugendwerkstatt. Richtig massiv aus 6 cm starkem Holz, die auch recht robust waren. Und trotzdem war die Stadtverwaltung der Meinung, die machen sie wieder kaputt, wenn sie ein Feuer draus machen. Mhm. Nee, das ist nicht passiert, weil diese Bänke hatten Jugendliche selber mitgebaut und selber vor Ort mit aufgestellt. Und die haben auch darauf aufgepasst. Ja. Und das wussten auch andere Jugendliche, dass das eben eine Sache ist, die Jugendliche gemacht haben, und die Haltung der Jugendlichen zu solchen Dingen ist dann eine völlig andere. Peter, du sagst, du bist ein waschechter, eingeborener Zitterer. Also was macht dich dazu? Wie kommt es dazu? Nur ich bin hier in Zittau auf der Graf-Jörg-Straße in den jetzigen Altneubauten geboren, bin dort auch groß geworden, habe eigentlich mein ganzes Leben hier in Zittau immer in irgendeiner Art und Weise eine Wohnung gehabt, auch wenn ich zeitweise dann mal woanders gewesen bin, wegen Armee oder wegen Studium. Und ich liebe diese Gegend. Was macht die so liebenswert? Es ist eine wunderschöne Landschaft. Wir haben Dinge hier, die in vielen anderen Gegenden völlig fehlen. Ich sage mal, ich lebe in einer Region,
ich darf in einer Region leben, wo andere Urlaub machen. Was will ich eigentlich mehr? Ich habe den Olversdorfer See vor meiner Tür. Ich habe das Zittauer Gebirge vor meiner Tür. Ich kann dort mit dem Fahrrad hin. Also gerade jetzt in der Corona-Zeit bin ich ganz viel im Zittauer Gebirge. Ich wandere viel. Ich habe jetzt sogar meinen Schlitten repariert. Den hatte ich vorige Woche kaputt gekriegt auf dem Hochwald. Die übliche Route. Ja, und, ja, die alte Rennrodelbahn. Und, was hast du so ein Verhältnis zu diesem, also zu unserem Dreiländereck? Ist das auch für dich interessant so als Wanderer? Ja, ja, durchaus, wobei ich da mehr mit dem Fahrrad unterwegs bin. Aha. Ich bin noch zeitweise im Isergebirge unterwegs gewesen. Das ist aber jetzt, wenn man mit dem Fahrrad Trekking wandern macht, eigentlich fast zu klein. Zum Fußwandern ist das sehr schön, das Isergebirge. Aber wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und über 2-3 Tage gehen will, ist das einfach zu klein. Ja, und wie würdest du das Verhältnis beschreiben zwischen den angrenzenden Ländern und den Zittauern? Was fällt dir dazu ein? Also hast du da irgendwelche Emotionen dazu? Ist das für dich völlig normal, dass wir hier so leben? Oder? Ja, das ist für mich eine völlig normale Sache. Ich habe auch 2 Bekannte in Polen, von denen ich allerdings jetzt schon eine Weile nicht mehr gehört habe, die ich hier auf dem Polenmarkt kennengelernt habe, mit dem ich sogar, mit dem Geschichtsstoff war ich sogar mal in Urlaub, der hat mir da eine wunderschöne Ecke gezeigt. Ja, das ist für mich völlig normal. Auch ins Tschechische rüber zu gehen, einfach mal so beim Wandern. Man achtet ja überhaupt nicht mehr auf die Grenze. Ja. Man ist ja auf einmal staunt man, ach ja, hier sind jetzt wieder die weißen Wanderwegweiser, da sind wir wieder in Tschechien gelandet. Das ist ja, es ist völlig normal, das ist was ganz Simples. Man geht auch einfach mal rüber einkaufen. Bestimmte Dinge, beispielsweise Angelzeug, sind in Tschechien deutlich billiger als bei uns. Ja, und geht dir es auch tatsächlich so, dass wenn ich unterwegs bin, dann entdecke ich halt immer wieder irgendwelche neuen Highlights. Also wenn ich gerade so Tschechien, Polen, bin ich manchmal völlig überrascht. Man fährt durch ein Nichts eigentlich gerade und auf einmal steht da ein Schild so, ja, da habe ich letztens erst irgendwie, als das alles noch nicht so war mit Corona, habe ich so einen japanischen Garten in Polen gefunden. So wirklich irgendwie einfach, der stand auf einmal vor mir so. Und ich dachte, hä, was ist hier los? So richtig versteckt, solche kleinen Highlights. Geht dir das auch manchmal so oder hast du das Gefühl? Naja, es gibt da so einen interessanten Effekt, der vor 10 Jahren noch sehr deutlich war oder selbst vor 15 Jahren vielleicht noch deutlicher. Wenn man hier nach Polen über die Grenze ins Land reingefahren ist, waren die ersten 20, 30 Kilometer die Gebäude und die landwirtschaftlichen Bereiche doch relativ trostlos und, ja, ich würde mal sagen, die gerade verfallen, aber nicht sehr attraktiv. Ja. Und wenn man dann ein kleines bisschen weiter gefahren ist, ändert sich dieses Bild schlagartig und das sieht alles sauber und gepflegt aus, da ist Farbe an den Häusern und das ist eine interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so deutlich ist, aber das ist mir damals aufgefallen und das soll wohl daran liegen, dass die Leute, die jetzt hier unmittelbar an der deutschen Grenze in Polen leben und wohnen, dass da ein sehr großer Anteil von Menschen dabei ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus der heutigen Ukraine vertrieben worden sind, weil es da ja massive Grenzverschiebungen gegeben hat. Und die scheinen hier nie wirklich so richtig sesshaft geworden zu sein. Die wollen vielleicht oder wollten damals vielleicht immer noch wieder zurück. Hast du das wunderbare Museumsprojekt nachverfolgt sozusagen? Also da gab es ja eine Ausstellung, ne? Flucht und Vertreibung. Ja, gab's letztes Jahr. Ich bin häufig in unserem Stadtmuseum. Ich habe mir die Ausstellung auch angeguckt. Was sagst du dazu? Meine Eltern sind beides Vertriebene. Das will ich gleich mal einwerfen. Ne? Das ist ja auch verrückt, weil hier in der Gegend, ich habe das Gefühl, ich kenne fast niemanden, in deren Familiengeschichte jemand nicht vertrieben ist. Naja, doch, gibt es schon. Also, mein Vater hat es nicht so schlimm und schwer getroffen. Er ist nicht so weit vertrieben, sage ich mal. Ja. Er ist in Großporitsch groß geworden, was heute Borajew ist. Und er ist eigentlich in Zittau in die Schule gegangen. Ja. Na, also, der ist in Zittau ins Gymnasium gegangen. Meine Mutter hat es viel schlimmer getroffen. Die kam aus Bilitz, aus der Niederen Tatra. Und die haben auch auf dem Treck, also auf dem Zug von dort, in dem Flüchtlingszug, schlimme Sachen erlebt.
die hat es viel schlimmer erwischt, die haben auch ganz viel verloren. Wenn auch mein Vater hatte mit seiner Mutter ein Haus in Borajew, was nun eben nur weg ist. Und da fragt auch keiner nach. Ich glaube, mein Vater hat irgendwann mal nach der Wende eine Entschädigung gekriegt. Die bewegte sich, glaube ich, im Rahmen von 70 Euro oder sowas. Also lächerlich. Es war einfach albern. Ja. Und mit dem Blick, also mit diesem biografischen Hintergrund, wie blickst du auf diese Ausstellung, die es da gab? Es ist schon interessant, weil man doch einiges von dem mitkriegt, was man eigentlich nur so ein kleines bisschen leicht vom Hörensagen hört. Und ehrlich, meine Eltern haben darüber nie gerne und nie viel gesprochen. War meine Oma vielleicht noch ein bisschen anders, die hat da noch öfter drüber gesprochen. Aber wie schlimm das wirklich gewesen ist und wie schwer das wirklich auch für die Menschen gewesen ist, das ist mir zumindest als Kind und als Jugendlicher nie so bewusst geworden. Da hat mir auch die Ausstellung um einiges weitergeholfen. Das hat mir also in der Richtung einiges deutlicher gemacht. Und jetzt bist du ja auch in Jahrgang. Wann bist du geboren, wenn ich das fragen darf? Baujahr 60. 60. Das bedeutet, du hast ja einfach auch hier diese ganze DDR-Geschichte mitbekommen, ne? Ja. Und das ist ja immer so ein Thema, mich persönlich interessiert das total, also wie man geprägt wurde und was man heute, was du zum Beispiel heute denkst, gibt es so Momente, die dich zwar geprägt haben und irgendwie deinen Lebensweg geformt haben, die du aber vielleicht gar nicht so richtig, wo du das Gefühl hast, da ist eigentlich noch was, was noch unverarbeitet ist oder was eigentlich irgendwie aufgearbeitet werden müsste oder so? Oder hast du das Gefühl, nö, also du bist da total klar damit? Nö, also ich denke, dass ich mit meiner Vergangenheit aus der DDR keine Probleme habe. Ich bin ganz normal in die Schule gegangen. Ich habe das Pech gehabt, dass meine Mutti sehr zeitig gestorben ist. Da war ich gerade 14. Daraufhin bin ich in der Schule ganz schön abgesackt eine Weile und das hat mich im Prinzip die EOS gekostet. Ich habe also einen normalen polytechnischen Oberschulabschluss gemacht, 10. Klasse, auch halbwegs vernünftig. Ich habe danach eine Ausbildung als Chemiefacharbeiter gemacht, hier in der Schwelde für die sogenannte Fitbude. Zu dem Studienplatz bin ich dann über den Betrieb gekommen, über eine sogenannte Delegation zum Studium. Das heißt, der Betrieb hatte eine freie Planstelle und genau für diese Planstelle musste ich studieren. Damit konnte ich natürlich nicht genau das studieren, was ich wollte. Ich wollte eigentlich Verfahrenstechnik machen. Und du musstest das und nehmen? Musste dann Chemieanlagenbau studieren, was mit Sicherheit vielleicht sogar interessanter war, weil es tut ein breiteres Spektrum. Konnte man damit abdecken. Nach der Wende noch was anfangen mit diesem Studium? Oder war nein, das? Nein. Die Fitbude hatte einen Personalbestand von über 300 Leuten. Ich glaube, um die 360 waren das zu DDR-Zeiten. Wir wurden in ganz kurzer Zeit von der Treuhand runter reduziert in drei großen Kündigungswellen. Bei der zweiten Kündigungswelle war ich mit draußen. Ich habe zu der Zeit noch als Betriebsingenieur gearbeitet, weil die Projektierung war bei der ersten Kündigungswelle schon zugemacht worden. Gott sei Dank bin ich noch in eine Stelle gekommen, wo ich noch einmal ein Jahr als Betriebsingenieur arbeiten konnte. Und ja, dann war ich auch raus und musste mir Gedanken machen, wie meine Zukunft weitergeht. Und hast du dich dann neu erfunden? Ja, ich habe mich neu erfunden. Und? Ich habe gesagt, Chemie ist hier kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Also setzen wir uns mal auf was anderes, machen wir eben auf Umwelt. Hab mich auch in der was Richtung, irgendwie auch naheliegend ist. Ja, ne? Und Chemie und Umwelt liegt auch unwahrscheinlich nahe nebeneinander. Umwelt hat ganz viel mit Chemie zu tun. Die Kenntnisse kann ich dort sehr gut anwenden und letztendlich auch mit Verfahrenstechnik. Und ich habe mich da beworben bei einer Firma, die eine Filiale in der Schwelde aufmachen wollte, die Biosystem Konstanz. Und die haben gesagt, ja, nehmen wir, aber nochmal auf die Schulbank eine Ausbildung Biotechnologie. Ich habe gesagt, okay, wie kriegen wir das hin? Na, übers Arbeitsamt, wie damals so üblich. Also habe ich ein Jahr in einem Umweltschutzinstitut in der Bildungsstätte gesessen und habe eine Ausbildung zum Umweltbiotechnologen gemacht, was damals eine ganz rare Geschichte war, weil diese Ausbildung gab es in der DDR überhaupt nicht. Mhm. Ich war damit einer der Ersten, der überhaupt so einen Abschluss hatte. Und
Leider hat zu der Zeit, als ich mit meiner Ausbildung fertig war, der Theo Weigel den Fördermittelsack für die Umwelt zugebunden hat, gesagt, so, das war's, jetzt müsst ihr euch kümmern. Für Umweltfirmen, die zu der Zeit teilweise zu 60% von Fördermitteln gelebt haben, war das ein harter Schlag. Okay. Die haben erstmal nicht mehr darüber nachgedacht, neue Leute einzustellen. Aber die Bildungseinrichtung, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die war an mir interessiert. Und ich bin nach eben dreiviertel Jahr, wo ich so auf Honorarbasis dort und auch noch in anderen Einrichtungen Unterrichte gemacht habe, bin ich dann ja direkt eingestellt worden. Zuerst natürlich mit einer ABM, aber schon nach einem halben Jahr mit einem Arbeitsvertrag. Und dort bin ich 8 Jahre geblieben. Aber wenn ich das alles so höre, dann liegt ja deine Kompetenz da drin, dass du irgendwie anpassungsfähig bist und immer irgendwie auch die Ressourcen siehst, oder so? Weil ja, natürlich, ja, muss man ja auch. Wie will man sonst um den Ring kennen? Man muss seine Ressourcen kennen und man muss auch sehen, wo Möglichkeiten sind, wo man sich da ja weiter beschäftigt. Ja, und was? Die Arbeitslosigkeit zwischen dem Umweltschutzinstitut und der Jugendwerkstatt belief sich bei mir, ich glaube, auf 10 Wochen. Ja. Und was würdest du jetzt sagen, also wenn wir wieder in das Heute blicken, ne? Und was würdest du sagen, was fehlt denn hier? Also ne, gerade wenn wir so über Berufsausbildungen reden und Arbeitsplätze, das ist ja einfach ein großes Thema dieser Region. Hast du so Ideen oder Visionen für die Region? Naja, also ich habe ja nur 2 Töchter. Die Kleine ist jetzt gerade voriges Jahr mit ihrer Ausbildung fertig geworden. Und ich habe auch so gesehen, was die da so für ja, auch Schwierigkeiten hatten. Mein Problem ist, dass die Ausbildungen oftmals weit weg sind. Was meines Erachtens auch dazu führt, dass viele der Jugendlichen nicht wieder zurückkommen nach der Ausbildung und dann hier der Region fehlen. Wenn mehr Ausbildungen direkt hier vor Ort wären, wäre, glaube ich, auch der Bezug der Jugendlichen, die hier bleiben, besser. Aber und was könnte die Region tun, damit die Jugendlichen oder die jungen Menschen, die dann ausgebildet sind, wieder hierher kommen? Was brauchst du? Was es braucht, wir haben eine wunderschöne Landschaft. Wir haben eine fast brauchbare Infrastruktur. Aber wenn ich mir das Lohngefälle angucke, selbst bis Dresden, ist das so krass, dass es völlig verständlich ist, dass die Leute dann lieber in Dresden bleiben und nicht hierher zurückkommen. Meine Tochter hat es so gemacht. Und bleibt aber dann die Verbindung zwischen Dresden und Zittau? Also dass zum Beispiel ihre Tochter, kommt die dann oft hierher und hat die noch eine Heimatverbundenheit? Ja, die hat sie. Ja. Aber zurzeit jetzt mit Corona-Zeiten ist das ganz schwierig, zumal Klar. Sie auch noch in dem Bereich arbeitet, wo sie einem sehr hohen Risiko ausgesetzt ist und sie nun keinesfalls jemanden anders von uns anstecken will. Mhm. Und naja, sie arbeitet in Kreischer an der Klinik, im Reha-Bereich, sie ist Physiotherapeutin. Die haben Erkrankungsraten auch beim Personal, die sind beeindruckend. Mhm. Und ja, also im Moment, sie war Weihnachten da. Mhm. Vielleicht, ich stelle gerne die Frage, was wäre wenn? Also Peter, du hättest jetzt die Möglichkeit, quasi in diesem Jahr richtig was auf die Beine zu stellen und alles wäre möglich, um hier irgendwas in Bewegung zu setzen, was dir wichtig ist. Was wäre das? Ja, da gäbe es ganz viel. Wir haben hier ganz viel relativ alternativlose Kinder- und Jugendbetreuung vom Kindergarten an. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass es hier auch sowas wie einen Waldkindergarten wie in Görlitz geben könnte. Ich denke, das sollte hier im Gebirge oder so möglich sein. Und ich denke auch, es würden viele Eltern ihre Kinder dann lieber dorthin bringen. Es gibt so etwas Ähnliches schon, so einen ähnlichen Kindergarten, der ein bisschen die Tendenz hat in Eichgraben von der Klate Gisela. Aber es ist eigentlich noch ein relativ normaler Kindergarten. Bloß, dass die Kleine ein bisschen mehr Auslauf hat. Also sowas könnte ich mir vorstellen, sowas könnte man durchaus machen.
Aber es gibt doch ganz viele andere Sachen. Gerade Jugendprojekte, Beschäftigungsprojekte für Jugendliche. Ich bin immer noch der Meinung, dass das, was wir in der Jugendwerkstatt gemacht haben, eine wirklich wichtige Arbeit war. Und ich sehe momentan nirgends, dass hier in der Region etwas in dieser Richtung läuft oder gemacht wird. Im Gegenteil, das Letzte, was ich wohl gehört habe, ist wohl, dass das Stadtgut von Görlitz jetzt auch noch die Jugendarbeit eingestellt hat, bis aufs betreute Wohnen. Das machen sie wohl noch. Aber die Maßnahmen haben sie wohl auch nicht mehr. Das sehe ich eigentlich nicht ein, weil es gibt nach wie vor Jugendliche mit Alkoholproblemen, mit Drogenproblemen, die eigentlich durchaus zu einer anderen Lebenseinstellung gebracht sinnvoll arbeiten könnten und sich ein eigenes Leben gestalten können. Aber dort muss man sie auch erstmal hinkriegen. Und das dauert manchmal lange. Das war auch selbst in der Jugendwerkstatt nicht immer einfach. Ich habe Jugendliche dabei gehabt, die hatte ich bis zu dreimal. Mhm. Und bis zu dreimal ein halbes Jahr. In dem Falle, den einen Jugendlichen hatte ich insgesamt 2 Jahre in der Jugendwerkstatt, in drei Abschnitten, immer wieder mal. Also das dauert auch sowas. Und trotzdem sieht man dann, wenn ich jetzt die Jugendlichen irgendwo in der Stadt treffe und mir schwatzen, sieht man, dass da Erfolge sind und dass die ihr Leben gefunden haben und ihr Einkommen haben, arbeiten gehen. Das heißt, es war erfolgreich. Die Maßnahmen waren erfolgreich. Ja, für 50%. Natürlich gibt es auch welche, die sind ganz woanders verschwunden. Den hat man dann einen neuen Wohnort verordnet. Aber wie gesagt, wir haben ja mit einem großen Teil erfolgreich gearbeitet. Es ist ja richtig was rausgekommen dabei. Und es macht Spaß, wenn man sich mit Leuten trifft und unterhält, mit denen man sich früher fast nicht unterhalten konnte. Also gerade auf dem Gebiet Christel, ich habe Fälle gehabt, die haben zum Schluss nur noch mit ein- und zwei Wortsätzen um sich geworfen. Die Hälfte der Wörter kam aus der Fäkalsprache. Und jetzt kann man sich mit denen ganz normal, smalltalkmäßig unterhalten und schwatzen und das macht Spaß und da ist eine Familie und da sind Kinder und die Welt ist gerade, die ist in Ordnung. Die haben eine Stelle zum Leben gefunden und sind glücklich damit. Ohne Christel. Ohne Christel. Und in dem Falle, an den ich gerade denke, sogar ohne Therapie. Ja. Was mir mehrmals geglückt ist in der Jugendwerkstatt, dass Jugendliche mit Christel oft gehört haben, ohne Therapie. Ich finde, das ist ein schönes Ende, so, weil das kann man ruhig nochmal mitnehmen, so, ne, als Anregung einfach für diese ganze Jugendarbeit hier, dass man irgendwie da nochmal hinguckt, weil es anscheinend ein blinder Fleck ist. Ja, das Gefühl habe ich. Also ich habe nie gehört, dass auf dem Gebiet irgendwo weitergearbeitet wird. Peter, ich danke dir. Gerne, war mir ein Vergnügen.